Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abschnitt meiner Bücherregaltour. Ja, heute geht es endlich weiter. Es war ja eine kleine Lücke zwischen den Videos, aber das macht nichts. Und ja, heute habe ich mehrere kleine Abschnitte für euch, weil es ja kleine Regalfächer sind. Ich weiß noch nicht genau, wie viele davon ich euch zeige, sprich wie viele verschiedene Regale, weil ich erstmal gucken muss, wie lang das Video so wird. Und ja, jetzt bewegen wir uns in ziemlich verschiedenen Genres. Ich habe hier so Fantasy, ich habe hier Young Adult und wenn es dann weitergeht, auch Jugendthriller bzw. so Mystery. Also von daher ist heute alles so ein bisschen bunt gemischt und vielleicht für jeden was dabei. Und ja, hier seht ihr als erstes die Mythos Academy Reihe von Jennifer Estep. Ihr könnt jetzt nicht alle Teile sehen, weil ich in diesem Regal tatsächlich aufwärts stapel, aber gleich in der nächsten Kameraeinstellung werdet ihr den Rest der Reihe auch noch sehen. Ihr seht hier Teil 2 bis, wie viele sind es denn? 2, 4, 6? 2 bis 6, oh Gott. Also der erste fehlt nur, den seht ihr dann gleich noch, der liegt halt hier oben drüber. Und ja, ich habe halt, um Platz zu sparen, hier nach oben gestapelt, da ich die Mythos Academy Reihe auch schon komplett gelesen habe, muss ich an die Bücher halt auch selten dran. Und von daher stört mich das jetzt nicht und deswegen dachte ich, mache ich das einfach mal so. In der Mythos Academy geht es um Gren, die eine besondere Fähigkeit hat. Sie kann nämlich, wenn sie Dinge berührt, die Gedanken und Gefühle desjenigen sehen oder fühlen, der diesen Gegenstand vorher in der Hand hatte. Sie ist eine sogenannte Gypsy und deswegen kommt sie zur Mythos Academy. Das ist nämlich ein Internat für Nachfahren im Prinzip von Göttern, die halt alle besondere Fähigkeiten haben. Und dort gerät sie letztendlich auch in einen Kampf zwischen Gut und Böse, in dem sie eine bedeutende Rolle spielt. Was genau da passiert, müsst ihr natürlich selbst nehmen. Das will ich euch lesen, das will ich euch nicht vorwegnehmen. Mir die Reihe ja komplett sehr gut gefallen. Ich fand, sie wurde mit jedem Band spannender und besser und der Schreibstil der Autorin hat sich halt mit jedem Band auch mehr gefestigt, sodass die ersten Bände noch so ein bisschen schwächer waren, was den Schreibstil angeht, aber die letzten, so die letzten drei vor allem, fand ich dann richtig, richtig gut. Und jetzt sind wir weiter oben auf dem Stapel und hier ist, wie ich eben schon sagte, dann auch der erste Band der Mythos Academy. Und dann habe ich hier ebenfalls von Jennifer Estep, weil mir die Mythos Academy so gut gefallen hatte, musste ich natürlich auch ihre weiteren Bücher kaufen. Und da habe ich hier einmal Blackblade, das eisige Feuer der Magie. Das ist der erste Teil dieser Trilogie, ist es, glaube ich. Habe ich noch nicht gelesen, wie ihr an dem Subpunkt erkennen könnt. Hier geht es auch wieder um besondere Fähigkeiten, um Magie. Ich habe den Klappentext jetzt leider nicht komplett im Kopf, aber ich verlinke euch das Buch natürlich unten in der Infobox. Und wenn euch das näher interessiert, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Dann habe ich hier auch von Jennifer Estep Spinnenkuss. Das ist so ihre Reihe, die eher so für ja schon Erwachsene gedacht ist, die halt auch vom Thema her Erwachsener ist. Es geht um Jin, eine magisch begabte Auftragskillerin, die hereingelegt wird und dann mit einem Detective, der eigentlich ihr Feind ist, zusammenarbeitet, um herauszufinden, wer denn dahinter steckt. Ich fand das Buch wirklich gut, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann hat es mir gut gefallen. Dazu habe ich auch gerade erst eine Rezension hochgeladen, also wenn euch das näher interessiert, stöbert mal ein bisschen auf meinem Kanal, vielleicht findet ihr sie und dann könnt ihr sie euch hier mal ansehen. Da oben drüber habe ich von Lindsay Reber Wunderbare Wünsche. Da geht es irgendwie um ein junges Mädchen, das einen Djinn findet oder herbeiruft oder wie auch immer. Und der verspricht ihr drei Wünsche. Doch mit dem Djinn hat sie sich auch seine Erzfeinde irgendwie ja, angelockt, die jetzt auch hinter ihr her sind. Das habe ich mir vor kurzem bei Avel bestellt, habe ich noch nicht gelesen, bin ich aber auf jeden Fall sehr neugierig drauf. Und zu guter Letzt habe ich hier oben die Dämonenakademie der Erwählte. Und weil das ganz oben liegt, kann ich es euch auch mal vom Cover her zeigen. So sieht das Ganze aus. Das ist der erste Teil einer Trilogie von Taran Mataru. Hier geht es um, wie hieß er doch gleich, Fletcher hieß er, glaube ich, der ja eigentlich eher ja, nicht so vom Leben bevorzugt ist, sage ich mal. Er ist ein Waisenkind, er wird in dem Dorf, wo er lebt, oft niedergemacht. Er ist halt nichts Besonderes, denkt er, bis er eines Tages durch einen Zufall heraus einen Djinn beschwört, nee Quatsch, einen Dämon beschwört, einen kleinen feuerspeienden magischen Salamander und daraufhin wird er zur Dämonenakademie gebracht, wo er halt lernen soll, mit dieser Fähigkeit umzugehen. Und ja, zum Krieger mehr oder weniger ausgebildet werden soll. Was genau im Einzelnen passiert, müsst ihr natürlich selbst lesen. Mir hat das Buch richtig gut gefallen. Ja, ich freue mich einfach nur auf die Fortsetzung. Wenn ihr mehr wissen wollt, auch dazu gibt es bereits eine Rezension.
So, weiter geht's jetzt wieder auf, ja, Augenhöhe in diesem Regalfach. Hier habe ich zum einen Mein Herz zwischen den Zeilen von Ludipico und, wie hieß sie doch, Samantha Fan Lee. Das ist, glaube ich, die Tochter, oder? Ich glaube, es sind Mutter und Tochter. Hier geht es auf jeden Fall um, ich weiß es gar nicht mehr, ein Mädchen, was ein Buch liest und irgendwie nimmt sie Kontakt mit dem Protagonisten des Buchs auf, irgendwie können die sich über das Buch unterhalten und verlieben sich ineinander. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Aber er will, glaube ich, dass sie ihm hilft, das Buch unbedingt zu verlassen, weil er aus diesem Buch raus will. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, habe es mir mal gekauft, weil da auch so eine Zeit lang so ein Hype drum war und das irgendwie jeder gelesen hat. Und irgendwann hatte ich da Lust drauf, habe da spontan mitgenommen, gelesen habe ich es aber wie gesagt noch nicht. Werde ich aber, denke ich mal, bald tun, weil da mittlerweile auch ein zweiter Teil erschienen ist. Wie der heißt, habe ich gerade nicht im Kopf, aber ja, ich verlinke euch den ersten Teil auf jeden Fall in der Infobox und da müsste ja dann irgendwo bestimmt auch der zweite Teil zu finden sein. Daneben habe ich Vergiss mein nicht von Casey West und ich weiß auch gerade hier gar nicht mehr, worum es geht. Irgendwie geht es um, Moment. Ach ja, genau. Es geht darum, um ein Mädchen, was die Begabung hat, in die Zukunft sehen zu können und sie kann halt sehen, welche Folgen ihre Entscheidungen haben werden. Doch jedes Mal, wenn sie ihre Entscheidung daraufhin ändert, hat das natürlich andere Konsequenzen. Und so ist das Ganze eher Fluch als Traum. Was genau im Einzelnen passiert, weiß ich nicht, weil ich es noch nicht gelesen habe. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Steht schon viel zu lange ungelesen bei mir. Also dem müsste ich mich bald echt mal widmen. Aber ich glaube, ich habe das auch entweder auf der Blacklist oder bei 17 Büchern, die ich dieses Jahr lesen will. Ich weiß nicht. Auf irgendeiner Liste habe ich es aber, glaube ich, drauf. Von daher ist es ziemlich sicher, dass ich dieses Buch in diesem Jahr lesen werde. Daneben habe ich dann Das göttliche Mädchen von Amy Carter, ein Buch, auf das ich wahnsinnig neugierig war. Zum einen, weil es hier um ja, eine Adaption von griechischer Mythologie geht und die Geschichte von Persephone, die ich persönlich sehr interessant finde. Und das Cover war atemberaubend schön. Leider hat mir das Buch nicht so gut gefallen. Es geht da irgendwie um ein Mädchen, das ja, praktisch die Persephone ist und sie muss eine bestimmte Anzahl Prüfungen bestehen, ich glaube, um ihre Mutter zu retten. Aber ja, ich fand das Buch nicht spannend, muss ich sagen. Es hat mir nicht so gut gefallen. Auch dazu gibt es eine Rezension auf meinem Kanal, falls euch das näher interessiert. Ich fand es ja, größtenteils langweilig. Es war anders als erwartet und diese Sache mit den Prüfungen, aus denen man total viel hätte machen können, wurde so ziemlich langweilig und unspektakulär abgehandelt, sodass das Buch auch schnell ja, seinen Reiz für mich verloren hat und ich werde diese Reihe wahrscheinlich auch nicht weiter verfolgen. Und dann habe ich hier noch von Anna McPartlin die letzten Tage von Rabbit Hayes. Ich glaube, dazu brauche ich inhaltlich nichts zu sagen. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe immer noch so ein bisschen Schiss davor. Ich habe es mir ja erst gar nicht gekauft, weil ich dachte, oh Gott, wer weiß, ob du das hier liest, weil ich Angst habe, dass das mega traurig ist und mich voll fertig macht. Ich habe das dann als Mängelexemplar doch gekauft. Ja, jetzt steht es noch hier rum, weil ich immer noch ein bisschen Angst davor habe. Ihr könnt mich gerne mal motivieren, wenn ihr es schon gelesen habt. Ich weiß, dass es zwar traurig, aber auch sehr schön sein soll. Aber irgendwie traue ich mich halt nicht ran. Von daher, ja, wenn ihr es schon gelesen habt, motiviert mich mal ein bisschen, damit ich mich da auch irgendwann mal dran traue. So, jetzt geht es so ein bisschen in den Bereich Young Adult, New Adult, wie auch immer. Hier habe ich einmal mein rosa Dekoschäfchen stehen. Und ja, hier habe ich zum einen die ersten, nee, gar nicht die ersten drei Teile, auf jeden Fall von Jaylin, Wait for You, Be with Me und Fall with Me, wobei das ist Teil 1, Teil 2 und ich glaube Fall with Me ist Teil 4 oder 5. Auf jeden Fall fehlen mir da Teile zwischen, was einfach den Grund hat, dass ich den Teil hier ja, zufällig als Mängelexemplar im Geschäft gesehen habe und dachte, ach, nimmst du mal mit, liest du früher oder später sowieso. Ja, das sind halt alles so klassische New Adult-Romane, jeder kann für sich stehen, wobei man die Charaktere zum Beispiel aus dem zweiten Teil auch zum Teil aus dem ersten schon kennt. Aber trotzdem, jede Geschichte ist für sich abgeschlossen. Mir haben die ersten beiden Teile wirklich sehr gut gefallen, wobei ich den zweiten noch ein bisschen besser fand, weil er von der Geschichte her tiefgehender war oder tiefgründiger war und mal ein bisschen was anderes. Die Geschichte aus dem ersten Teil habe ich schon sehr oft gelesen in vielen Facetten und Varianten. Von daher fand ich den zweiten ein bisschen besser und das ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich auch weiterverfolgen werde. Jaylin bzw. Jennifer L. Armentrout schreibt halt auch einfach sehr gut und ich lese ihre Bücher total gern. Von daher, ja, werde ich diese Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Und hier Bücher, die auch vielen von euch bekannt sein dürften, sind von Jessica Sorensen, Das Geheimnis von Ella und Micha, für immer Ella und Micha.
Und dann die Sache mit Kelly und Caden und die Liebe von Kelly und Caden. Alle vier schon gelesen. Sind natürlich nicht alle, die es aus dieser Reihe gibt. Die geht ja auch endlos weiter. Aber das sind die, die ich bisher besitze und gelesen habe. Mir auch alle wirklich gut gefallen, wobei ich die Geschichte um Kelly und Caden fast noch ein bisschen besser fand. Und ja, bin ich schnell so durchgerutscht und da werde ich auf jeden Fall auch weitermachen demnächst. So, weiter geht es jetzt in diesem Fach. Da ich jetzt wieder relativ weit oben bin und hier unter diesem hängenden Regal ein normales Bücherregal steht, habe ich die Kamera jetzt in der Hand und ich hoffe, dass ich nicht zu sehr wackel. Ja, hier haben wir alles so ein bisschen in Richtung Thriller und Mystery. Zum einen die Virals-Trilogie, die ich noch nicht gelesen habe, von Kathy Rice. Die kennt ihr vielleicht, sie hat die Buchvorlage zu der Serie Bones geschrieben, die immer auf RTL kommt. Hier geht es auch irgendwie um, ich weiß nicht, um tote Leute, um, keine Ahnung, ich habe echt gerade keinen Plan mehr, aber ich verlinke euch die Bücher. In der Infobox ist auf jeden Fall eine Jugendbuchreihe und nicht wie Bones eher so für Erwachsene, wie man meinen würde. Ja, da oben drauf liegt Ravenstone, Wenn Geheimnisse tödlich sind von Joss Stirling, von der ich auch die, wie heißt sie denn noch gleich? Diese andere Reihe hab, Mensch, mit Finding Sky und Saving Phoenix und so weiter. Und ja, weil mir die Bücher so gut gefallen haben, wollte ich das auch auf jeden Fall haben. Das sieht so aus. Ich zeige euch das mal so. Und da geht es irgendwie um ein Internat. Jetzt muss ich nochmal gucken. Oder in eine Schule. Genau, wo es unerklärliche Vermisstenfälle gibt. Und die Protagonistin kriegt dann auch noch eine anonyme Drohung und versucht herauszufinden, was dahinter steckt. Klingt auf jeden Fall ganz interessant. Und wie gesagt, weil ich die anderen Bücher ganz gut fand, wollte ich das auf jeden Fall auch haben. Habe ich bisher, ja, aber noch nicht gelesen. Dann habe ich hier von Terry Terry Book of Lies. Kennt ihr vielleicht auch schon, die Autorin dürfte euch auf jeden Fall ein Begriff sein von der Slater-Trilogie. Hier geht es um Zwillingsschwestern, die voneinander nichts wussten irgendwie, bis zu einer Beerdigung von der Mutter oder so. Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Genau, auf der Beerdigung ihrer Mutter. Und die beiden wurden aber irgendwie getrennt gehalten, sind getrennt aufgewachsen. Und nachdem sie sich jetzt auf der Beerdigung kennengelernt haben, versuchen sie halt herauszufinden, was dahinter steckt. Als nächstes habe ich hier dann stehen The Perfect von Patricia Schröder. Auch das habe ich noch nicht gelesen. Das sieht so aus. Eigentlich ganz hübsch. Hier geht es um zwei Freundinnen, die an einem Wettbewerb teilnehmen. Und zwar geht es irgendwie darum, für einen sehr berühmten Modedesigner die neue Assistentin zu werden. Oder da sucht eine neue Assistentin und bei diesem Wettbewerb wird die halt ausgewählt. Und eine von den beiden hat halt absolut den Traum, in der Modebranche mal zu arbeiten. Und die andere will sie halt unterstützen und macht deswegen auch mit. Die Welt der Mode ist aber nicht so glamourös, wie sie sich das erhofft haben. Und tatsächlich kommt es da zu sehr vielen Unfällen, sage ich mal, und Intrigen. Und ja, ich habe das Buch noch nicht gelesen, bin da aber recht neugierig drauf und hoffe, dass mich Patricia Schröder damit mal überzeugen kann, weil mit ihren anderen Büchern hat sie es bisher nur so lala geschafft. Außerdem habe ich jetzt den Monday Club von Christina Kuhn, was die meisten von euch kennen dürften. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, der Grund, warum ich noch nicht weitergelesen habe mit Teil 2, ist einfach, dass, soweit ich weiß, die Autorin irgendwie erkrankt ist und auf jeden Fall im Moment die Veröffentlichung des dritten Bandes erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Und fraglich ist, ob die überhaupt kommt. Und deswegen dachte ich mir, bevor ich jetzt Teil 2 lese und der irgendwie ein fieses Ende hat und ja, ich dann unbedingt wissen muss, wie es weitergeht und dann verzweifelt auf den dritten Band warte, belasse ich es jetzt erstmal bei dem ersten Teil, bis ich weiß, wie das mit dem dritten Teil so sein wird. Ist sehr schade, weil mir Teil 1 wirklich sehr gut gefallen hat, aber ja, ich mache es jetzt lieber so, da ich ja Teil 1 jetzt auch schon eine Weile hinter mir habe, der eine Weile hinter mir liegt und da dieses Verlangen, unbedingt weiterzulesen, nicht mehr so akut ist. Ja, lasse ich es lieber so, als dass ich dann Teil 2 lese und mich dann ärgere, weil es Teil 3 noch nicht gibt. Ich hoffe natürlich, dass Teil 3 erscheinen wird, dann kann ich diese Trilogie auch weiterlesen. Aber vorerst lasse ich es so. Daneben habe ich dann die ersten drei Teile der Night School-Reihe, Teil 1 und 2, schon gelesen. Den dritten noch nicht, den habe ich mir jetzt auch gerade erst gekauft, der ist auch noch eingeschweißt. Die Reihe gefällt mir bisher auch sehr gut. Ich glaube, dazu brauche ich großartig nichts zu sagen. Ihr kennt ja auch alle, aber wie gesagt, ihr findet alle Bücher auch nochmal unten in der Infobox. Gefiel mir sehr gut. Ich hatte bei Teil 2 ein bisschen Probleme reinzukommen, weil ich
Teil 1 vor schon so langer Zeit gelesen habe, aber insgesamt hat mir auch Teil 2 wirklich gut gefallen. Und da ich jetzt zeitnah weiterlesen will, habe ich mir jetzt Teil 3 gekauft und da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, jetzt muss ich mich ein bisschen rüberlehnen. Ich hoffe, ich wackel nicht zu sehr und ihr werdet nicht seekrank. Hier haben wir einmal Seefeuer von Elisabeth Herrmann. Das war eins meiner ersten Rezi-Exemplare, das weiß ich noch, voll lustig. Habe ich stolz, ich damals darauf war. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, worum es geht. Das war auf jeden Fall ein Jugendthriller, der mich nicht wirklich überzeugen konnte, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, ja, dass ich nicht mehr weiß, was darin passiert ist. Dann haben wir hier My Life in Circles von Brandy Colbert. Hier geht es um, ich weiß nicht, wie sie heißt, um ein Mädchen auf jeden Fall, dessen bester Freund vor einiger Zeit irgendwie entführt wurde und plötzlich wieder auftaucht. Und sie versucht herauszufinden, was passiert ist und spielt bei dem Ganzen eine viel größere Rolle, als sie sich selbst oder anderen eingestehen will. Habe ich noch nicht gelesen. Ich hatte das im Januar mit der lieben Jessie zusammen gekauft, weil wir es zusammen lesen wollten, aber wir haben es leider nicht geschafft. Von daher steht das immer noch ungelesen hier. Dann habe ich hier noch Shipwrecked von Siobhan Kerham. Hier geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die eigentlich für eine, also die von einer Tanzschule kommt und für ein Kreuzfahrtschiff irgendwie gebucht wurde, um da abends aufzutreten und die Gäste zu unterhalten. Aber auf der Überfahrt zu diesem Schiff passiert halt ein, gibt es einen Sturm oder sowas und daraufhin landen sie auf einer Insel und müssen dort um ihr Überleben kämpfen. Klingt spannender, als es letztendlich war. War zwar gut, aber halt nicht so toll, wie ich es erwartet hätte. Von daher habe ich Teil 2 noch nicht gelesen. Möchte ich zwar noch, aber im Moment habe ich da noch nicht so ganz die Lust drauf. Und daneben habe ich von Ilsa J. Bick, die ihr bestimmt von Ashes kennt, Atemnot. Ich kann euch nicht genau sagen, worum es da geht, weil der Klappentext auch so ein bisschen diffus ist. Es geht, glaube ich, um ein Lehrer und ein Mädchen und irgendwie steht da auf jeden Fall eine Geschichte, wo man nicht genau unterscheiden kann, wer gut und wer böse ist. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, weil ich zumindest den ersten Teil von Ashes und auch den letzten recht gut fand. Dazwischen war es so lala, aber auf jeden Fall war es gut genug, dass ich halt weitere Bücher von der Autorin lesen möchte. Und zu guter Letzt lag oben drauf Frozen, Tod im Eis von Jens Schumacher. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Da geht es irgendwie um einen Jungen, glaube ich, dessen Vater bei einer Antarktis-Expedition verschwindet. Und daraufhin macht sich sein Sohn mit einem Team von Experten auf die Suche nach ihm und entdeckt dabei, dass im Eis irgendwas Gefährliches, Tödliches lauert. Habe ich, wie gesagt, noch nicht gelesen, müsste ich aber echt bald mal tun, weil das auch schon viel zu lange ungelesen ist. So, das war es an dieser Stelle auch schon wieder. Ich mache jetzt Schluss. Eigentlich hatte ich mir überlegt, noch einen anderen Abschnitt zu machen, aber ich glaube, das wird jetzt zu lang. Und da muss ich auch erst so ein bisschen rumräumen, wie mir gerade klar geworden ist. Das habe ich nicht so ganz geschickt geplant. Das ist auf jeden Fall das Regal, wo wir vorhin gestartet sind. Das ist so ein kleines Hängeregal. Und da oben, wo das Kabel gerade zwischengerutscht ist, als ich da am Bücher rausziehen war, das ist das andere Fach, was wir uns gerade angeguckt haben. Nächstes Mal geht es mit meinem Stufenregal weiter, was sich direkt darunter befindet. Habt ihr schon mal einen kleinen Blick, aber nicht zu viel, sonst wird es ja nächstes Mal langweilig. Und ja, das war es an dieser Stelle von mir und meinem Bücherregal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr findet alle Bücher wie immer unten in der Infobox und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!